Wir haben heute für Sie was ganz, ganz Tolles kredenzt. Ich hoffe sehr, dass Sie schon unseren kleinen Empfangssekt genießen konnten, denn wir haben heute ein 7-Gänge-Menü als Dank in Ihre Richtung für Sie vorbereitet mit einem Starkoch. Wer kennt ihn nicht? Johann Lafer ist schon da. Ich habe vorhin gesehen, einige haben schon die Gunst der Stunde genutzt, haben auch schon Fotos mit ihm zusammen gemacht. Wir wollen etwas Besonderes in einem Flughafenterminal, in unserem Flughafenterminal zeigen. Ich denke, das gelingt auch heute wieder. Ich erwarte mir von diesem Abend ein tolles 7-Gänge-Menü mit gutem Essen. Ich habe ja wirklich schon viele beklopfte Dinge auf dieser Welt erlebt und auch mitgemacht, aber dass man also in einem Flughafen mittendrin, wo sonst die normalen Passagiere hin und her laufen, einfach so eine Location aufbaut, sie sich hier noch natürlich in eine besondere Schale werfen, das finde ich schon mal großartig. Ich habe auch Danke zu sagen, denn ich habe meine roten Schuhe, die mindestens 20 Jahre im Schrank stehen hatte, heute zum ersten Mal in Verwendung, das finde ich ja großartig. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe diverse rote Sachen. Sollte ein bisschen elegant sein, aber es war nicht so schwierig. Er hat irgendwie alle Farben im Schrank, im Gegensatz zu mir. Was können denn unsere Gewinnerinnen und Gewinner beim Diner en Rouge jetzt hier am Flughafen Düsseldorf gleich erwarten? Also, ich habe einfach so mir gedacht, eine italienische Vorspeise, kalte Vorspeise, dann so also mit Gemüse. Vielleicht die Portion ist ein bisschen zu viel, aber da werden die Leute, die müssen lange bleiben, dann ist gut so, ist okay. Ja, getreu dem Motto Diner en Rouge war bei mir heute der Hauptgang bestehend aus einem Rote-Bete-Risotto mit einer ganz sanft gegarten Berlhuhnbrust. Dazu gab es glasierte Rote-Bete, Blutorangen, Chutney, das Ganze verfeinert mit einem Pfefferschü und einem Champagner-Schaum. Also ein glaube ich, ganz romantisches Gericht. Wie schwierig ist das so für 100 Leute, den Granatapfel jetzt hier zu organisieren, das vorzubereiten? Ist das für Sie, sagen wir mal, Daily Business oder doch eine Herausforderung? Es ist doch zum anderen eine Herausforderung, weil wir haben zwar viele Gäste täglich in unseren Restaurants, aber sowas natürlich ein besonderer Anlass. Also es erfordert schon mal viele Vorbereitungen.